Willkommen zurück. Im Zuge dieses Videos werden wir in das Land Utopia reisen und wir werden dann in Utopia ein Sparbuch anlegen, um Zinsen zu bekommen. Und mit diesen Zinsen werden wir dann auch hoffentlich reich werden. Im nächsten Fenster des Arbeitsblattes findest du folgendes Beispiel. In diesem Beispiel sind wir in Utopia und dort gibt es eine Bank, die uns verschiedenste Sparmöglichkeiten anbietet. Und wir sollen uns nun überlegen, welche von den vier angebotenen Sparmöglichkeiten die beste für uns ist. Also bei welcher nimmt unser Geld am schnellsten zu, bei welcher werden wir am schnellsten reich. Um diese Entscheidung treffen zu können, betrachten wir nun die vier Sparbücher mal im Detail. Das erste Sparbuch sagt, dass wir einmal pro Jahr 100% Zinsen bekommen. Das bedeutet, dass sich nach einem Jahr unser Kapital genau verdoppelt hat. Wir können das anschreiben als Also für das erste Sparbuch, wir legen unser Kapital drauf und wir multiplizieren das mit 1 plus 1. Der erste Einser hier steht für die 100% vom Kapital selbst und der zweite Einser steht für die 100% Zinsen, die wir bekommen. Und das Ergebnis lautet 2 mal K. Das heißt, nach einem Jahr hat sich unser Kapital genau verdoppelt. Wenn wir jetzt zum Beispiel 1000 Euro auf das Sparbuch gelegt hätten, hätten wir nach einem Jahr 2000 Euro. Gut, nun betrachten wir das zweite Sparbuch. Bei diesem Sparbuch bekommen wir zweimal im Jahr 50% Zinsen. Nun denkt man vielleicht im ersten Moment, das ist ja komisch, ob ich zweimal im Jahr 50% Zinsen oder einmal im Jahr 100% Zinsen bekomme, ist doch egal, oder? Nein, ist es aber nicht, denn wenn wir zweimal im Jahr 50% Zinsen bekommen, dann bekommen wir schon beim zweiten Mal Zinsen für unsere ersten Zinsen. Also hier haben wir schon den sogenannten Zinseszins. Also wir bekommen die 50% Zinsen und dann bekommen wir nochmal die 50% Zinsen, aber da sind dann schon die ersten Zinsen, die wir bekommen haben, enthalten. Das heißt, rechnen wir das Ganze für das zweite Sparbuch durch. Wir legen wieder ein Kapital drauf, multiplizieren das mit 1 für die 100% plus 0,5 für die Zinsen, die wir bekommen und das Ganze hoch 2, weil wir ja diese Zinsen zweimal bekommen. Dann erhalten wir als Ergebnis 2,25 mal das Kapital. Das heißt, hier ist das Resultat für uns schon wesentlich besser, weil wir nämlich 1000 Euro auf das Sparbuch legen, dann haben wir nach einem Jahr bereits 2250 Euro. Das heißt, hier ja, ist unser Geld schon besser aufgehoben wie beim ersten Sparbuch. Betrachten wir nun das dritte Sparbuch. Hier haben wir 12-mal im Jahr einen Zinssatz von 100 durch 12%. Das sind ungefähr 8,33%. Das heißt, wir können das anschreiben als unser Kapital mal 1 plus ein Zwölftel, also die Zinsen, die wir bekommen, und das Ganze hoch 12. Und das Ergebnis ist dann 2,61 mal das Kapital. Das heißt, hier ver-2,61-facht sich unser Kapital schon. Das heißt, wenn wir 1000 Euro auf das Kapital legen, haben wir nach einem Jahr 2610 Euro. Nun, beim vierten Sparbuch bekommen wir die Zinsen 365 Mal pro Jahr. Dafür bekommen wir auch nur 100 durch 365% Zinsen. Überleg dir die Rechnung für das vierte Sparbuch zunächst selbst und beantworte auch die Frage, um wie viel Prozent wächst das Kapital beim vierten Sparbuch pro Jahr. Nimm dir dafür ruhig ein paar Momente Zeit und am besten ist es, wenn du das Video pausierst. Gut, also unser Arbeitsauftrag ist, um wie viel Prozent wächst das Kapital auf dem vierten Sparbuch pro Jahr? Dazu stellen wir die gleichen Rechnungen wie bei den vorigen Sparbüchern an. Das heißt, wir multiplizieren unser Kapital mal 1 plus 1 durch 365, also die Zinsen, die wir bekommen, und das Ganze hoch 365, weil wir die Zinsen 365 Mal im Jahr bekommen. Das Ergebnis ist dann 2,7145 mal das Kapital. Das heißt,
Hier von diesen vier Sparbüchern ist auf jeden Fall das vierte das Beste. Das heißt, wir sollten sich für das vierte entscheiden, denn hier hätten wir nach einem Jahr schon 2714 Euro. Das heißt, hier wird unser Geld am meisten wert. Nun zur Frage, um wie viel Prozent wächst das Kapital am Sparbuch? Naja, wir fangen mit 1.000 an und haben nach einem Jahr 2,7145 km. Das heißt, unser Kapital hat sich um den Faktor 1,7145 erhöht und das heißt, im Prozent hat das Kapital um ca. 171,45% zugenommen beim vierten Sparbuch, beim letzten Sparbuch. Hier noch vier dazu schreiben. Gut, nun hat die Bank hier unten aber noch ein fünftes Sparbuch versteckt. Und zwar ein Sparbuch, bei dem wir n mal pro Jahr 100 durch n Prozent Zinsen bekommen. Und wir sollen uns nun überlegen, was passiert, wenn n sehr, sehr groß wird. Dafür habe ich schon ein paar Rechnungen vorbereitet. Und zwar habe ich mir das Ganze angeschaut für 500 Verzinsungen pro Jahr, für 1000 Verzinsungen pro Jahr und sogar für 2000 Verzinsungen pro Jahr. Und du kannst an den Ergebnissen schon erkennen, dass sich hier gar nicht mehr so viel verändert. Also wir haben hier immer 2,71, zunächst 5 und dann 2,716 und dann beim letzten 2,717. Aber das heißt, die Veränderung passiert nur mehr in der dritten Nachkommastelle. Das heißt, du kannst vielleicht schon erahnen, dass wir hier auf etwas hinaus wollen, dass es hier einen Grenzwert gibt, auf den wir zugehen. Und mehr über diesen Grenzwert wirst du dann im nächsten Video erfahren.